Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Psychotherapeut und das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Mein erster Paarkurs ist gerade rausgekommen. Findet ihr auf liebische.de, 30 Tage Liebeschallenge für Paare. Ja, und heute wird wahrscheinlich nicht das einzige Video dazu sein, wollte ich einfach mal ein bisschen beleuchten. Was kann denn das jetzt so bedeuten, die Quarantäne für Paare, aber auch für Singles. Ja, dann gibt es noch was Neues. Es gibt eine Anfrage vom Fernsehen. Normalerweise, ja, habe ich das immer nicht so gemacht, aber jetzt hatte ich das Gefühl, ja, vielleicht wäre es doch mal ganz cool. Eine Anfrage für so einen sehr renommierten Sendeplatz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die gern Paarberatung begleiten würden, jetzt wo es auch um Corona, also Lockdown-Themen geht. Und weiß nicht, wenn es da ein paar gibt, was da Lust hat, mitzumachen. Kann sich bei uns melden, das müsste aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und genau, alles Weitere könnte man dann besprechen. Könnt ihr an support@liebeschiff.de schreiben. So, aber erstmal zu diesen ganzen Themen wollen wir doch mal gucken, was empfehlen denn eigentlich so die Komikerinnen unter uns, die Frauen? Finden die neues Material oder springen die aus dem Fenster? Was sagt denn zum Beispiel die aus der ARD Ladies Night bekannte Andrea Volk? Ja, hallo, erstmal in die Runde. Guten Tag von mir. Mensch, nice, geiles Leben unter Corona-Bedingungen als Paar. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Ne? Ich habe erst gedacht, nice, geil, das kommt von diesem englischen nice. Falsch geschrieben vielleicht. Ich meine, heutzutage weiß ja nicht. Seit der deutschen Rechtschreibereform oder wie manche sagen, der Knicks vor der Verblödung ist alles drin. Aber das ist ja noch das kleinste Problem, was wir heutzutage haben. Es ist ja wirklich so. Leben mit dem Mann oder mit der Frau auf engstem Raum, 24 Stunden, ne? Was ist die Ukraine oder Syrien gegen das Krisengebiet der eigenen Wohnung? Was kann man machen? Mein Tipp, ablenken. Ja. Ich sorge immer dafür, dass meiner so ein bisschen beschäftigt bleibt. Ja. Dass der nicht 24 Stunden wie so ein Trauerkloß in der Ecke sitzt und den Fernseher anheult. Stattdessen sage ich zum Beispiel so Sachen wie, ja Frank, saug doch mal das Sofa. Ne? Kann man schön Sofa saugen. Und dann saugt der, da saugt der um alles drumrum. Da saugt er um den Tiger drumrum. Da saugt ihr um die Bücher drumrum. Ich sage, Frank, du kannst das Buch ruhig hochheben. Da fallen keine Buchstaben raus. Weißt du, was er sagt? Ja, aber der Beutel ist gleich voll. Ich wollte ihn nicht wechseln. Deswegen, Mädels, Jungs, es gilt einfach, Nerven bewahren. Und was man sonst noch tun kann, das sagt euch gleich der Meister. Ja, heute geht es mal darum, was sieht das aus mit Paaren, mit Singles? Also ich denke, alle haben Stress gerade. Die Singles haben Stress, weil ja, vielleicht, was viele Singles halt vielleicht vorher gemacht haben, irgendwo rumdaten, sich dann doch mal zumindest kurzfristig Nähe, Zärtlichkeit, Sex suchen. Das funktioniert natürlich gerade nicht mehr so oder gar nicht, besser gesagt. Sollen wohl ganz viele auf Tinder sein, aber ja, darf sich ja im Grunde genommen nicht treffen, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Und ja, also das ist schwierig. Und den Paaren, zumindest diejenigen, ja, den Paaren geht es auch nicht gut, ne? Ich meine, oder vielen, also manchen geht es vielleicht gut, aber viele Paare kommen auch unter Stress, weil Beziehung lebt natürlich von Nähe und Distanz irgendwo, ne? Wenn man sich nicht gerade frisch kennengelernt hat und Beziehung lebt ja auch von der Gemeinschaft, in die sie eingebettet ist, vom ganzen Viertel, in dem man wohnt sozusagen, von der Clique, in der man ist. Das sind alles Dinge, die eine Beziehung trägt. Ne? Und wir holen uns ja auch viel Bedürfnisse auf der Arbeit. So, und wenn jetzt vielleicht der Mann in Kurzarbeit ist,
weiß ich nicht, Frau ist in Kurzarbeit oder Frau ist sowieso zu Hause oder ich weiß nicht was. Also es gibt sicherlich ganz viele Konstellationen, wo die Menschen jetzt 24/7 aufeinander hängen. Normalerweise würde man ja sagen, ja, geht mal eine 8 Stunden raus, aber das kann, gut, begrenzt geht das natürlich, aber kann natürlich mal einer joggen gehen oder ich weiß nicht was oder beide oder keine Ahnung, aber das ist ja alles nicht so, wie das mal war. Also das ganze Spiel von Nähe, Distanz funktioniert dann unter Umständen auch nicht mehr. Und wenn jemand arbeiten geht, dann ist er vielleicht im systemrelevanten Bereich und arbeitet 12-Stunden-Schichten. Und also ich denke, dass sowohl Singles als auch Paare gerade extrem betroffen sind. Freue mich auch, wenn ihr mal hier kommentiert oder mir schreibt, was ihr so erlebt dazu. Können wir mal ein bisschen sammeln. Könnt ihr jetzt unter das Video schreiben oder wenn das eine Premiere ist, da rechts daneben oder schickt mir mal einen Support at Liebeschip oder über das Formular auf liebeschip.de. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man das so hinnimmt. Dass es keine Sondersituation ist, dann drippt ja wirklich durch die Wände, drippt ja wirklich diese ganze Angst. Ja, ist eigentlich gar nicht lustig, weil diese ganze Angstwelle, die ja durch das ganze menschliche Kollektiv gerade geht, die, ja, da kann man sich auch nicht von komplett abkoppeln. Selbst wenn man jetzt für sich selber denkt, ey, ich bin 25 und mir passiert eh nichts und keine Ahnung, ist es trotzdem so, ja, dass sich eigentlich kein Mensch gerade, der da irgendwas von mitgekriegt hat, sich diese Angst Welle da komplett entziehen kann. Das ja, also und jede Belastung, die auf eine Beziehung eintrifft, ja, also je belastet, also je mehr von außen irgendwie Stress ist, umso leichter gerät auch eine Beziehung in Stress und in destruktive Kommunikationsmuster so, ne? Und ich denke, das wird in vielen Beziehungen passieren. Und ja, viele werden sich auch zusammenraufen oder wird es auch vielleicht Beziehungen auch verbessern können auf lange Sicht. Glaube, was wichtig ist erstmal zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist, ne? Und nicht dagegen anzurennen und zu sagen, ja, wieso habe ich jetzt nicht genug Selbstliebe, dass ich als Single klarkomme? Oder wieso ist das so schwierig jetzt, dass wir lieben uns doch eigentlich, dass wir 24/7 aufeinander hängen? Also ich würde da jetzt kein Wettrennen draus machen oder nicht den inneren Antreiber da ranlassen, der jetzt sagt, das muss jetzt aber alles funktionieren, sondern ja, erstmal ja, in Liebe annehmen, wie es ist, ne? In Selbstliebe, in Liebe annehmen, wie es ist und akzeptieren, dass es echt eine wirklich eine total krasse Situation ist und da weiß dann auch keiner, wie lange der Scheiß geht irgendwie und ja, da hört man vielleicht sogar von irgendwelchen Leuten, die krank werden. Ich weiß nicht, also das ist furchtbar. Ne? Und selbst unsere Großeltern oder meine Eltern sagen selbst, das haben sie, hätten sie im Krieg nicht mal so erlebt irgendwie. Und das finde ich schon krass so. Und ja, also jeder Tag, den man da einigermaßen gut über die bunten Runden kriegt, ist super. Ne? Also ich würde da auch wirklich von Tag zu Tag denken und immer wieder überlegen, was können wir jetzt doch machen, ne? Also wie können wir uns vielleicht doch mal kurzfristig separieren oder wie kann ich ja lockerer werden? Also es ist wirklich, glaube ich, eine schlechte Zeit für irgendwelche Erwartungen oder so. Da muss man einfach von Tag zu Tag denken und immer wieder überlegen, weiß nicht, wie kann man sich jetzt doch so ein Mini-Highlight setzen? Also es wird ja der Gang zur Post wieder schon dann fast zum Highlight, irgendwie so ungefähr, weil nichts anderes ist, ne? Also wie kann man trotzdem in dieser Zeit jetzt in sich reinhorchen und überlegen, von den Dingen, die jetzt möglich sind, was ist da jetzt gerade das Beste, ne? Es ist auch irgendwo, was ich gut daran finde, dass man total auf sich geworfen wird und man kann sich. Es gibt nicht mehr so viel Ablenkung. Klar, man kann sich jetzt noch mit Netflix und was weiß ich was ablenken, ist auch völlig in Ordnung. Kann man machen, soll man machen. Aber im Grunde genommen sind die Ablenkungsmöglichkeiten sind rapide runtergefahren. Und ja, wir werden auf uns geworfen und wir sehen, wie die Dinge sind. Also man sieht, wie der Partner ist. Das kann was Gutes sein, das kann vielleicht was nicht so Gutes sein oder irritierend sein. Man sieht, wie Freunde sind, man sieht, wie ja, vielleicht sieht man auch, dass man alleine doch ganz gut klarkommt. Man
Also ich finde so viele Sachen kommen auf den Punkt. Und das, wie gesagt, das gibt es überhaupt nichts, dass man das werten sollte jetzt, ob das gut oder schlecht ist. Irgendwie, also ich glaube, je mehr man in so eine Haltung kommt von ich nehme die Dinge jetzt, wie sie sind und ich renne da nicht gegen an und ich versuche das auch nicht alles durchzuanalysieren jetzt, sondern ich versuche einfach, weiß ich nicht so viel mit dem Kopf zu denken, sondern mehr mit meinem Herz oder meinem Gefühl. Da ist man, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt. Ja, und ich denke, man sollte, ist wirklich eine Zeit noch nachsichtiger zu sein als es sonst ist. Ich glaube, es ist für alle schwer. Es ist auch, ich glaube auch nicht, dass es nur für Pluspole jetzt schwer ist oder so, weil auch viele Minuspole sind total bedürftig und wenn die dann ihre Bestätigung nicht bekommen über die Arbeit oder was weiß ich, was sie sonst gemacht haben, ja, da laufen die auch heiß irgendwie und aber wie gesagt, das heißt alles nichts, nicht, dass man oder das heißt noch viel weniger als vorher, dass man sich schlecht behandeln lassen sollte oder sich wieder reinziehen sollte in irgendwelche toxischen Verstrickungen und ja, auf irgendwelchen manipulativen Kram reinfahren sollte. Das heißt das alles nicht. Also, und ich finde auch, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, dass auch, dass man vielleicht noch mehr sieht als sonst, welche Dinge wirklich, sag ich mal, mehr einen oberflächlichen Schein haben und welche Dinge wirklich gehaltvoll sind und einen nähren irgendwie, ne? Ich finde, das wird auch noch krass deutlicher und das wird sicherlich auch noch so weitergehen. Ja, das sind mal so ein paar erste Gedanken, da kann man sicher noch mal ins Detail gehen. Aber vielleicht erstmal soweit für heute. Und ja, wir werden uns mal wiedersehen.